Österreich will sich natürlich noch einigermaßen positiv aus der misslungenen EM-Qualifikation verabschieden. Das ist Marko Arnautović von Werder Bremen. Dann der Bayer David Alaba. Ein erster ansehnlicher Angriff nach 6 Minuten. Alaba in München kein Stammspieler, aber fester Bestandteil des österreichischen Teams. Das präsentiert sich hier erstmal selbstbewusst nach dem 4:1 Erfolg in Aserbaidschan am vergangenen Freitag. Der erste Auswärtssieg seit 6 Jahren. Wieder Alaba und freie Schussbahn für Ivanschitz. Eigentlich genügend Zeit, aber viel zu viel Rücklage, dementsprechend deutlich übers Tor. Der Kunstrasen von Astana aber auch gewöhnungsbedürftig. Kasachstan bisher mit einem Sieg in der Gruppe zu Hause gegen Aserbaidschan, sehr defensiv eingestellt. Einzig Heinrich Schmidtgal mit Vorwärtsdrang. Im Zweikampf gegen Prödel, der Veteraner bleibt Sieger und der nachfolgende Eckball nicht bemerkenswert. Das Spiel wird nach wie vor von den Gästen bestimmt. Erneut Alaba. Sehr schöne Flanke. Ekrem Dak, die große Chance zur Führung, vergeben. Vielleicht macht sich hier auch das Fehlen von Martin Harnik bemerkbar. Der Stuttgarter Stürmer derzeit verletzt, Muskelzerrung. 0:0 zur Pause und die Hoffnung auf etwas Zählbares nach dem Wechsel. Österreich weiter im verhaltenen Vorwärtsgang. Das ist Christian Fuchs von Schalke 04, seine Flanke gefährlich. Sidelnikov mit den Fingerspitzen, eine notwendige Rettungsaktion. Dieser Ball hätte sich ins Tor gesenkt. Die Partie nimmt Fahrt auf, weil jetzt auch die Kasachen mitspielen. Sergej Gridin mit der Führung auf dem Fuß. Nein! Gridin, zweifacher Torschütze beim Sieg gegen Aserbaidschan, am langen Eck vorbei. Mitte der zweiten Hälfte, fast Chancen im Minutentakt. Marko Arnautović tankt sich durch und wieder vorbei. Die Chancenauswertung mäßig auch unter Interimscoach Willy Ruttenberger. Der ÖFB-Sportdirektor wird als Trainer zukünftig von Marcel Koller abgelöst. Dann wieder die Gastgeber. 75. Minute. Marc Gurmann und vollkommen frei Sergej Gridin. Die Latte rettet für die Österreicher. Keeper Grünwald hätte hier nicht mehr eingreifen können. Kurz darauf, Eckstoß für Kasachstan. Die Kopfballabwehr zu kurz, Marat Kairulin. Aber Grünwald glänzend verhindert den Rückstand, der zu diesem Zeitpunkt in der Luft lag. Was war mit den Österreichern? Die mussten sich zu diesem Zeitpunkt aus Kontern verlegen. Herrlicher Pass von Alaba. Dann Marc Janko, spitzer Winkel und Sidelnikov hält. Das war die letzte Chance. 0:0. Österreich kann seiner Favoritenrolle nicht gerecht werden. Wir haben uns auf jeden Fall mehr vorgenommen, als wir jetzt erreicht haben.